Stell dir vor, es macht jemand ein YouTube-Video über das Thema Unsere Gesellschaft verursacht Borderline. Unsere Gesellschaft ist so unreif, dass sie unreife Persönlichkeitsstörungen verursacht. Würdest du dieses Video schauen? Ich möchte dich bitten, weiterzuschauen, denn genau darum geht es in diesem Video. Unsere Gesellschaft fördert durch die Unreife eine unreife Persönlichkeitsstörung, sprich Borderline. Warum ich das so behaupte, wie ich das untermauern möchte und beweisen möchte, ich würde mich freuen, wenn du in dieses Video einmal reinschaust. Bleib dabei, ich verspreche dir, es lohnt sich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Dieses Thema, unsere Gesellschaft verursacht Borderline. Unsere unreife Gesellschaft verursacht unreife Persönlichkeitsstörung, sprich Borderline. Dieses Thema ist ein soziokulturelles Thema. Das ist so ein bisschen darüber nachdenkend. Es sind jetzt nicht mehr Fakten, sondern es ist ein nüchternes darüber nachdenken, woher kommt Borderline in unserer Gesellschaft? Nicht immer nur die dyadische Zweierbeziehung zwischen Kind und Mutter, Kind und Vater, sondern es ist so, dass unsere Gesellschaft Borderline fördert. Denn Borderline entwickelt sich aus Persönlichkeitsmerkmalen, welche durch die Menschen um uns herum, durch die Gesellschaft sehr stark beeinflussbar sind. Diese Eigenschaften, die Borderline besonders auszeichnen, das ist die Impulsivität und das ist die affektive Instabilität. Und dass wir uns damit auseinandersetzen, damit möchte ich einfach da sensibel dafür machen, dass wir nicht mehr bei 1% Prävalenz, also Häufigkeit sein werden in unserer Gesellschaft, dass 1% von unserer Gesellschaft zurzeit Borderline-Züge aufweist, sondern wir werden noch ganz massiv weiter ein exponentielles Wachstum im Bereich Borderline bekommen. Davon gehe ich aus und ich möchte auch zeigen, warum unsere Gesellschaft so unreif ist. Borderline ist in unserer, in Anführungsstrichen, ach so modernen westlichen Gesellschaft deutlich stärker nämlich verbreitet als in den traditionell ausgerichteten werteorientierten Gesellschaften. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir das wissen. In den modernen Gesellschaften ist Borderline stärker zu finden als in den Traditionsgesellschaften. Aber auch dort, das ist jetzt meine Behauptung, werden wir in der Zukunft Borderline immer stärker antreffen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Traditionen gehen zurück und sie gehen immer mehr in die freien, in die moderneren Strukturen rüber. Und seid ihr darüber bitte im Klaren. Unsere Gesellschaft kann Borderline sowohl fördern, sie könnte es aber auch unterdrücken. Gesellschaft kann Borderline fördern, aber auch reduzieren. Und weil dem so ist, sollte der Fokus einer Psychotherapie immer stark auf Struktur liegen, auf Werten liegen, auf die Entwicklung von Regeln, Werten, Vorbildern, Maßstäben, von Transzendenzen im Leben der Patienten, diese fördern. Das ist eigentlich, gehört eigentlich schon zum Schlussplädoyer. Jetzt weißt du schon, was ich am Schluss dir vermitteln möchte als Hauptgedankengang. Die Struktur fördert Stabilität und reduziert Borderline und die Entwicklung von Regeln, Werten, Vorbildern, Maßstäben und Transzendenz in dem Leben schwächt auch Borderline. Psychische Erkrankungen haben zwar immer ihre eigene Sprache und ihre eigene Ausprägung, aber diese psychischen Erkrankungen, ob jetzt Narzissmus, Perfektionismus, ob Borderline, was auch immer, sie variieren auf überall auf der Welt mit ihren ganz eigenen Sprachdialekten. Ne? Wenn wir schon sagen, es ist eine Sprache, die psychischen Erkrankungen, dann können wir auch von Sprachdialekten sprechen. Wir finden sie, je nach Kultur, in sehr verschiedenen Symptomen vor. Und nicht alle psychische Erkrankungen kommen in allen Kulturen und in allen Gesellschaften vor. Manche psychische Erkrankungen finden wir in ganz bestimmten Gesellschaften, andere praktisch gar nicht. Das kann allein schon für sich verwirrend sein. Was aber erschwerend noch hinzukommt, ist, dass diese Symptome dieser psychischen Erkrankungen nicht etwas Neues im Verhalten darstellen. Da kommt jetzt nicht eine vollkommen neue Verhaltensweise. Nein, es sind einfach in Anführungsstrichen, krankhafte Veränderungen in der Intensität ganz unterschiedlicher, aber trotzdem natürlicher Persönlichkeitseigenschaften. Wir nennen sie Traits, T-R-A-I-T. Die immer wieder, diese Persönlichkeitseigenschaften, die immer wieder vom jeweiligen sozialen Umfeld abhängen, spiegeln. Es ist zwar klar, dass unsere vielen Gesellschaften irgendwie einander ähnlich sind, ja, aber in soziokultureller Hinsicht unterscheiden sich diese Gesellschaften sehr stark voneinander.
Und deswegen sind Persönlichkeitsprofile, kulturelle Ansichten und Grundhandlungen, nehmen wir jetzt mal Nordamerika, Europa, die sind da ganz anders als in Asien oder in China. Kulturübergreifende Studien zeigen nämlich, dass die Persönlichkeitsstörungen inklusive Borderline in klinischen Zusammenhängen weltweit noch häufiger festgestellt werden. Und aus den USA und Großbritannien gibt man aktuell bereits die Zahlen für Borderline aktuell mit einer Häufigkeit von 1% in der Gesellschaft an. Aber wenn wir mal genauer, näher hinschauen, wird, wenn die Diagnose Borderline steht, aber zusammen mit einer schweren Beeinträchtigung, kann die klinische Häufung, also das Beobachten in den Kliniken, schnell bei 10% oder noch höher liegen. Das habe ich schon bereits in mehreren Videos gezeigt. Deswegen sollten wir uns erst einmal anschauen, was hat denn jetzt im Teil 2, du siehst jetzt, wir haben 5 Teile, wir waren jetzt bei der Einleitung, dass wir uns mit den 3 Hauptteilen, Borderline und die gesellschaftliche Sensibilität, der soziale Wandel und therapeutische Konsequenzen auseinandersetzen, bevor mein Fazit nochmal kommt. Aber gesellschaftliche Sensibilität und Borderline, das ist jetzt der Teil 2. Schauen wir uns das einmal an. Borderline ist eine ganz typische Störung im Bereich der instabilen Persönlichkeitsstörung. F60.3 sind die instabilen Persönlichkeitsstörungen, F60.31, das ist Borderline in ICD-10. Die Wurzeln von Borderline liegen in der affektiven Instabilität und in der Impulsivität. Was sind Affekte? Affekte sind Gefühlsregungen, also das sind Emotionen und ihre sichtbaren Reaktionen. Nicht separat, also nicht nur Emotionen und nicht Regungen, sondern das ist das Sichtbare. Und durch neuere Studien bekommen wir immer wieder ein klareres Bild über diese Störung Borderline. Wir erkennen immer mehr, dass diese Traits, also Persönlichkeitseigenschaften, sehr schnell und auch sehr feinfühlig auf die gesellschaftliche Umgebung reagieren. Und da dem so ist, können wir davon ausgehen, dass Borderline unter ganz bestimmten sozialen Rahmenbedingungen entweder besonders gut entsteht und unter anderen sozialen Rahmenbedingungen eben halt nicht entsteht. Wir wissen, in der früheren Psychologie-Literatur fanden wir nur sehr wenige Hinweise auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sowohl sie als Störung, aber auch ihr typisches Muster von diesen sich immer wieder wiederholenden Suizidversuchen ist eine vollkommen neue Entwicklung unserer aktuellen Zeit. Und ja, es gab schon seit Jahrhunderten Selbstverletzungen, das ist richtig, oft unter dem Überbegriff religiöser Übereifer und Rituale. Bei Borderline geschieht dies jedoch aus einer vollkommen anderen Motivation heraus. 1998 entstand diesbezüglich, weil man sich näher damit mit dieser Störung auseinandergesetzt hat, das neue Denkkonzept, welches wir heute als die Symptombank bezeichnen. Eigentlich beschreibt es, wie psychische Störungen, die es ja zu jeder Zeit in der Geschichte, in jeder Gesellschaft gab und gibt, wie das von der jeweiligen Umgebung aufgenommen und bestimmt werden, indem diese dann den Betroffenen ganz bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten innerhalb seiner Störung überhaupt geboten haben, Plattformen, Bühnen, Theaterbühnen gegeben haben. Ein typisches Erklärungsmuster ist zum Beispiel der Gedanke der sozialen Ansteckung. Soziale Ansteckung entsteht, wenn Symptome im persönlichen Kontakt oder durch Medien übertragen werden. Gibt es keinen persönlichen Kontakt, gibt es keine Medien, ist auch keine Übertragung möglich. Na, als Beispiel, wenn sich ein Borderline schneidet, schnippelt, ritzt, in die Arme oder Beine schneidet, dann haben sie dies oft von einer anderen Person abgeschaut, sozusagen gelernt. Und wenn man sich die Zahlen der Mediengeräte heute einmal anschaut, dann kann man nur sagen, Gelegenheit macht fast alles möglich. Denn von 2014 bis 2020 jeweils die Zahlen. Ne, im Lauf von 6 Jahren sank die Nutzung der TV-Geräte von 91% auf 90%, also praktisch gleich geblieben. Aber die Nutzung eines Smartphones stieg von 59% auf 90%. Die Nutzung eines Handys ohne Internet sank von 39% auf 15%. Und die Nutzung eines PCs blieb fast gleich, Nutzung von 59% auf 54%. Also die Nutzung des Smartphones, die Medien, machen es deutlich leichter möglich, sich von anderen abzuschauen, wie sie mit ihren Ängsten, Störungen, Gedanken umgehen. Gelegenheit durch Medien macht es möglich. Im 19. Jahrhundert war zum Beispiel nicht die Borderline-Persönlichkeit bekannt. Nicht Borderline war bekannt, sondern viel, viel häufiger die Konversionshysterie. Das war die psychische Ausdrucksweise des 19. Jahrhunderts. Die Konversionshysterie. Das war damals State of the Art. Konversion, was ist damit gemeint? Es ist ein Abwehrmechanismus. Abwehrmechanismus wie zum Beispiel die Verleugnung, die Regression, die Vermeidung, die Verdrängung etc. Und Konversion
bedeutet Umlenkung. Und in der Hysterie wurde dann die Angst als Abwehrreaktion auf etwas anderes, auf etwas Somatisches umgelenkt. Und die Häufigkeit dieses Abwehrmechanismus ist in traditionell lebenden Gesellschaften heute immer noch sehr konstant geblieben. Aber in Gebieten mit einer immer moderneren Gesellschaft verändern sich diese Krankheitsmuster dramatisch, drastisch. Ein Beispiel. Als zum Beispiel Forscher nach ca. 15 Jahren wieder in einen zuvor untersuchten abgelegenen Ort in Indien kam. Indien, ein relativ traditionelles Land. In ihm war zum Beispiel in diesem abgelegenen Ort in Indien war beim ersten Besuch die Konversionshysterie recht stark verbreitet. Beim zweiten Besuch nach 15 Jahren fanden sie, die Forscher, diese Form der Krankheit deutlich seltener vor, aber der Medikamentenmissbrauch war auf einmal deutlich häufiger, weil er möglich war. Ist das nun modern? Wir werden sehen. Dieser zweite Teil lautet ja Borderline und die gesellschaftliche Sensibilität. Psychische Erkrankungen, die nach der Zeit und den Umständen mal mehr, mal weniger stark auftreten, die werden umgangssprachlich als gesellschaftlich sensibel bezeichnet. Andererseits werden Erkrankungen mit einem stabilen, zahlenmäßigen Vorkommen der Gesellschaft gesellschaftlich unsensibel genannt. Das müssen wir uns merken. Sensibel sind diejenigen, die mehr oder weniger stark auftreten. Die stabil in den Zahlen auftreten, sind gesellschaftlich unsensibel. Bei den gesellschaftlich sensiblen psychischen Erkrankungen haben wir zwei Ausprägungen ganz besonders im Auge. Das sind die mit den externalisierenden und die mit den internalisierenden Symptomen. Und die tendenziell eher externalisierenden und impulsiven Symptome, die können durch eine von außen gegebene Struktur und durch das Setzen von klaren Grenzen sehr, sehr wirksam eingedämmt werden. Nehmen aber sofort wieder zu, wenn diese Lebensleitplanken, und ich finde diesen Begriff so schön, wenn diese Lebensleitplanken einfach fehlen. Also die können, diese gesellschaftlich Sensiblen, können schnell durch die Gesellschaft entstehen. Sie können aber auch durch die Gesellschaft wieder eingedämmt werden. Ein ganz wichtiges Zeichen und auch ein ganz wichtiges Signal für solche Leitplanken setzenden Therapien. Die internalisierenden Symptome ihrerseits, einschließlich der affektiven Instabilität, können wiederum durch die soziale Unterstützung beeinflusst werden. Ne? Du weißt es, es kann auch abgeschwächt werden, es kann gefördert und abgeschwächt werden. Die unsensiblen Erkrankungen, was sind das dann zum Beispiel? Beispiel dafür für gesellschaftlich Unsensible, die also zahlenmäßig gleich bleiben, so sind zum Beispiel die Bipolareinstörung, die Melancholie oder auch die Schizophrenie. Die sind dann durch die Gesellschaft wenig beeinflussbar, die sind zahlenmäßig stabil und die kann man nicht so durch die gesellschaftlichen Leitplanken beeinflussen. Zwei Seiten der Medaille, pro oder contra, entscheide selber. Dass dies alles, was ich jetzt so gerade gesagt habe, nicht so doll aus der Luft gegriffen ist, zeigt auch die starke Zunahme an Drogenmissbrauch und antisozialem Verhalten, so seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, seit 1945, in praktisch allen westlich sogenannten modernen Gesellschaften. Diese Mitläufereffekte, wir sagen dazu auch zu diesen Mitläufereffekten, diese Kohorteneffekte, werden auch immer wieder von deutlich mehr parasuizidalen Handlungen und vollendeten Suiziden begleitet. All diese Symptome, all diese, auch die parasuizidalen Handlungen und die Suizide, die sind typisch für Borderline-Patienten. Was ist parasuizidal? Wir bezeichnen hier alle nicht tödlichen, aber absichtlich selbstverletzenden Handlungen als parasuizidal. Im ICD-10 finden wir sie unter dem Begriff, wir finden den Begriff Parasuizidalität im ICD-10 nicht. Aber diese Handlung, die finden wir unter X60 bis X84 unter dem Oberbegriff zusammengefasst, vorsätzliche Selbstbeschädigung. Eine weitere Studie ging der Hypothese nach, welche Rolle die gesellschaftlichen und die begleitenden Handlungen, kulturellen Faktoren, ne, welche Rolle die Gesellschaften und die kulturellen Faktoren bei psychischen Erkrankungen spielen. Spielen sie überhaupt eine Rolle? Ja. Denn was war das Ergebnis? Man erkannte, dass Gesellschaften, die ihrerseits ganz streng nach Traditionen leben, für den Einzelnen einen sehr starken sozialen Zusammenhalt, starke Rollen und eine Kontinuität über Generationen hinweg bieten. Ein sehr starker Nutzen. Ganz im Gegensatz dazu, die modernen Gesellschaften, ne, wenn die also die,
traditionellen Gesellschaften einen starken Nutzen für das Individuum darstellen. Die modernen Gesellschaften, sie trumpfen zwar mit flexibleren Einzelrollen auf, sind aber andererseits die modernen Gesellschaften dadurch gekennzeichnet, dass es einen deutlich schwächeren sozialen Zusammenhalt und einen geringeren generationsübergreifende Kontinuität gibt. In der Vergangenheit waren soziale Strukturen grundsätzlich eher traditionell ausgerichtet. Das war gut für den Einzelnen. Heute gibt es davon leider nur noch sehr, sehr wenige Gesellschaften, die mit den Traditionen verbunden sind, und ihre Zahl nimmt immer weiter ab. Das, was also den Menschen Halt gegeben hat, was ihnen geholfen hat, keinen Borderline auszubilden, diese Hilfen, diese Puffer, diese Leitplanken werden immer weniger. Ich finde, das ist schade, denn gerade die gesellschaftlich sensiblen, also von Impulsivität durchdrungenen Erkrankungen treten in genau diesen traditionsorientierten Gesellschaften nämlich deutlich weniger auf. Borderline? In einer Traditionsgesellschaft deutlich seltener als in einer modernen Gesellschaft. In Japan oder Taiwan zum Beispiel ist die Häufigkeit für eine antisoziale Persönlichkeitsstörung verschwindend gering, während sie bei jungen Erwachsenen in den sogenannten modernen Gesellschaften permanent im Steigen ist. Borderline und die unreife Gesellschaft ist das Thema. Moderne Gesellschaft fördert unreife Kultur. Und da dem so ist, dass also junge Erwachsene immer mehr mit Persönlichkeitsstörungen in den modernen Gesellschaften konfrontiert werden, könnte man jetzt erwarten, dass wir mit einer zunehmenden Modernisierung unserer Gesellschaften auch immer mehr Fälle von Borderline in unserer Gesellschaft bekommen. Ist das in der Praxis jetzt zu beobachten? Können wir eine Veränderung in den Krankheitsbildern überhaupt erkennen? Nehmen wir uns mal ein sehr traditionelles Land vor. Indien. Laut einiger klinischer Berichte ist Borderline aktuell bereits zwar identifizierbar, trotz einer, wie gesagt, eher traditionell ausgerichteten Gesellschaft. Da das Borderline-Phänomen dort aber noch recht jung ist, können wir aktuell auch in solchen traditionellen Gesellschaften noch keinen eindeutigen Vergleich zwischen den verschiedenen festen Gemeinschaftsformen, diesen Kasten in Indien hinsichtlich der Prävalenz, also dem zahlenmäßigen Auftreten der Störung, in der Gesellschaft aufzeigen. Aber jetzt ist ganz interessant, was man jetzt versucht herauszufinden. Tritt Borderline zum Beispiel in diesen traditionellen Gesellschaften oder Kulturen, zum Beispiel in Indien, jetzt ist man am Untersuchen, ob diese zum Beispiel zuerst in den Städten auftritt oder auf dem Lande. Denn die Hypothese sagt ja, dass die Erkrankung durch den sozialen Wandel und auch durch die gesellschaftliche Fragmentierung ausgelöst wird. Dieser Begriff gesellschaftliche Fragmentierung, das finde ich, ist ein toller, elementarer Begriff. Bei der Ausarbeitung dieses Beitrages kam mir sofort der Begriff Parallelwelt in den Sinn, wenn ich an gesellschaftliche Fragmentierung denke. Parallelwelt oder auch Dissoziation. Und da kommt dann wieder Corona in den Sinn. Corona hat mir mal wieder gezeigt, wie schnell sich unsere gesamte Gesellschaft in Lager aufteilen kann. Mit einem Unterschied zu früher. Heute gibt es immer weniger Konsens. Heute gibt es immer weniger ich bin okay und du bist okay. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, machen wir wieder weiter. Julchen, jetzt kannst du leider nicht sehen, Julchen liegt schon wieder hier. Wir waren bei dem Gedankengang, heute gibt es immer weniger Konsens. Immer weniger wird gesagt, ich bin okay und du bist okay. Dieser Konsens, der fehlt einfach immer mehr. Kommen wir wieder zu dem eigentlichen Thema zurück, Borderline und unsere unreife Gesellschaft. Unreif? Unreif ist man in jungen Jahren. Und tatsächlich ist Borderline eine Störung, welche dem jungen Menschen besonders schwer zu schaffen macht. Denn er hat ja noch sein Leben vor sich, es wandelt sich, er ist ganz noch davor und Borderline hält oft auch ein ganzes Leben lang an. Welche sozialen Folgen können uns jetzt helfen, ein wenig Licht auf diese psychische Erkrankung zu werfen? Nun, unsere gesellschaftlich sensiblen Erkrankungen beginnen meist in der Jugend, in der Adoleszenz. Borderline-Patienten sind oft noch sehr jung und damit sehr unreif. Oft verbessert sich ihr Zustand zwar in den späteren Jahren, jedoch kann es über die Schmerzen nicht hinwegtäuschen, dass die Betroffenen ganz besonders in dieser verletzbaren, wir sagen vulnerablen, verletzbaren Phase des Lebens mit diesen Störungen zu kämpfen haben. Beachte bitte, traurige Zahl, das Durchschnittsalter der Erstuntersuchung beim Arzt liegt bei 18 Jahren.
hört sich ja jetzt nicht mehr ganz so jung an. Aber wir müssen Folgendes bedenken. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass die belastenden Symptome von Borderline oft schon deutlich früher aufgetreten sind. Schon mit Beginn, oft der Pubertät und noch davor. Und dass die Betroffenen auch schon vor dem ersten Arztbesuch schon lange haben leiden müssen. Die Zeit der Pubertät, die bereits biologisch schon extrem stressig ist, ohne Borderline, ohne alles, wird durch die Anforderungen unserer ach so modernen Gesellschaft noch zusätzlich verkompliziert. Bitte denkt mal drüber nach. Immer mehr wird von unserer jüngeren Generation erwartet, den eigenen Reifeprozess. Ich bin jetzt eine Heranwachsende, komme in die Pubertät, Schule und so weiter. Es wird von der jüngeren, heranwachsenden Generation erwartet, den eigenen Reifeprozess, das Herausbilden einer eigenen Identität zugunsten des Erlernens von komplexen Fertigkeiten nach hinten anzustellen. Immer mehr wird von jüngeren, ich wiederhole das nochmal in den Gedankengang, damit du ihn mal so genießen kannst, erspüren kannst. Immer mehr wird von den jüngeren Generationen erwartet, den eigenen Reifeprozess, das Herausbilden einer eigenen Identität zugunsten des Erlernens komplexer Fertigkeiten hinten anzustellen. Solch einer Herausforderung sind bei weitem nicht alle Jugendlichen gewachsen. Wir sollten uns als Gesellschaft einmal fragen, was ist jetzt wichtiger? Ist es jetzt das Bedienen eines Computers wichtiger oder das Entwickeln einer starken, reifen Persönlichkeit? Wir lernen für die Schule oder wir lernen fürs Leben. Was passiert denn, wenn die psychosozialen Stressfaktoren zu stark werden? Dann brechen nämlich die instabilen, dann brechen die impulsiven Persönlichkeitseigenschaften hervor und es bildet sich eine instabile Persönlichkeitsstörung, oft Borderline-Persönlichkeitsstörung. Genau solch eine Entwicklung sehen wir in unserer westlichen, ich sage immer wieder, ach so modernen Gesellschaft immer häufiger. Kommen wir zum Teil 3 rüber, Borderline und unser sozialer Wandel. Schau kurz auf die Uhr, wir haben noch ein Momentchen Zeit bis zum nächsten Termin. Wie und wodurch genau diese Prävalenz der Borderline-Persönlichkeitsstörung vom sozialen Wandel beeinflusst wird, das wissen wir heute noch gar nicht so genau. Wir können aber sehr stark davon ausgehen, dass die Anzahl der Borderliner durch die immer höhere Zahl an zerrütteten Familien und auch weniger greifbaren Vorbildern noch deutlich zunehmen wird. Ich denke, es wird irgendwann auch einmal der Kipppunkt kommen und der Anstieg geht nicht mehr linear, sondern wie vorhin gesagt, exponentiell im Wachstum voran. So wie es beim Klima ist. Wir steuern ja auch beim Klima auf einen Kipppunkt zu und so steuern wir auch in unserem sozialen Wandel auf einen gesellschaftlichen Kipppunkt zu, ab dem unsere Gesellschaft komplett auf links gedreht werden wird. Und darum sollten wir uns bereits heute gegen dieses Phänomen stellen. Wir sollten heute schon beginnen, gegen dieses Phänomen Borderline-Störung zu arbeiten. Aber was ist denn überhaupt ein Gegenmittel? Was können wir denn dagegen machen? Es sind die Gesellschaften mit Werten. Es sind die Gesellschaften mit Vorbildern. Es sind die Gesellschaften mit festen Strukturen, die ein Gegenmittel darstellen. Und obwohl sich auch diese Werte und traditionsorientierten Gesellschaften deutlich voneinander unterscheiden, so kann man sie über sie sowohl in der Gesamtheit als auch über die Einzelnen in der Gesellschaft deutlich besser Voraussagen treffen. Sie sind voraussagbarer, sie sind kontinuierter, sie sind gleichmäßiger. Traditionelle Wertestrukturen haben nämlich die Eigenschaft, in sich selbst einen eigenen Puffer gegen viele Formen von Persönlichkeitsstörungen zu entwickeln. Ganz im Gegensatz dazu, auf der anderen Seite, führen die meisten der modernen Gesellschaften weg von einer Stabilität und hin zu den Zuständen eines sehr, sehr schnellen sozialen Wandels. Und diese daraus resultierende Instabilität durch diesen Wandel in der sozialen Gesellschaft, das ist ein ganz gefährlicher Risikofaktor für die Entwicklung einer kranken Psyche, die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung, die Entwicklung einer Psychopathologie im Allgemeinen und ganz besonders im Speziellen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ein Borderliner hat Angst. Ein Borderliner hat Angst vor allem. Ein Borderliner hat Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem Leben. Und diese Angst, welche dem Angstzustand des Säuglings frappierend ähnlich ist, die kann nur, jetzt kommt die Lösung, durch eine stabile Umgebung aufgefangen werden. Dazu aber gleich noch mehr im Teil 4, therapeutische Konsequenzen. Bitte denke immer daran, dass unser heutiger sozialer Wandel nicht immer den gleichen Einfluss auf alle Menschen hat. Die gleiche Situation
macht dem einen Angst, den anderen juckt es kaum. Und mit Sicherheit aber sind der soziale Einfluss und sind die Angst davor bei denjenigen größer, die von ihrem Temperament her bereits anfälliger hier dafür sind. Die zum Beispiel stark impulsive und affektiv instabile Persönlichkeitsmerkmale aufzeigen. Während bei Menschen, bei denen diese Eigenschaften weniger stark ausgeprägt sind, eher zu anderen Erkrankungen neigen, zu somatischen, Konversionshysterie oder somatischen Erkrankungen neigen. Mich fasziniert immer so etwas wie therapeutische Konsequenzen. Wie können wir das jetzt angehen? Lass uns das bitte mal im Teil 4 anschauen. Therapeutische Konsequenzen, was können wir jetzt dagegen tun? Ein gesellschaftskritischer, ein soziokultureller, gesellschaftskritischer Blick auf die heutigen Formen der Persönlichkeitsstörungen zeigt, was für die Durchführung einer Therapie mit einem Borderliner wirklich wichtig ist. Wirklich wichtig ist. Lass uns mal 4 Punkte besprechen. Erstens, wenn soziale Strukturen eine stabilisierende Wirkung auf die Impulsivität und die affektive Instabilität haben können, dann dürfen wir das nicht übersehen. Dann sollte eine Psychotherapie genau diese Stabilisierung mit Hilfe einer in sich selbst klaren und starken Struktur immer wieder wiederholen oder replizieren. Therapien, die genau das am wirkungsvollsten praktizieren, das sind zum Beispiel die DBT, das ist die dialektisch-behaviorale Therapie, und die mentalisierungsbasierte Therapie, die MBT. Ihr Ziel ist es, in dem Leben ihrer Patienten, welches man ganz vorsichtig eher als chaotisch beschreiben könnte, überschaubare, nachvollziehbare Strukturen zu integrieren. Zweiter Punkt. Das ist und bleibt die Kernaufgabe der Psychotherapie, Strukturen zu vermitteln. Psychotherapie kann einem Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung helfen, genau diese Strukturen in seinem Alltag zu finden, die ihm dann hilft, diese Struktur, seine eigenen belastenden Symptome einzugrenzen. Man kann es auch nennen, das Leben auf die Kette zu bringen. Das ist der Prozess, das Leben auf die Kette bringen. Und dieser Prozess könnte zum Beispiel sein, den Messi-Haushalt zu beenden, die Prokrastination, die Aufschieberitis zu beenden, regelmäßig früh aufzustehen, sich zu bewegen, Arbeit zu finden, in eine Ausbildung zu gehen und sich auf das Leben vorzubereiten, einer geregelten Arbeit nachzugehen, eine Ausbildung abzuschließen, das ist für den Behandlungserfolg ein ganz, ganz, ganz elementares Kriterium. Das gibt Struktur im Leben. Dritter Punkt. Ist dir aufgefallen, was bisher gefehlt hat? Es wäre zum Beispiel komplett falsch vorauszusetzen, dass Borderline-Patienten ihre Persönlichkeit ändern sollten. Das ist bis jetzt überhaupt nicht genannt worden. Und das ist auch überhaupt nicht das Ziel einer Therapie. Die Persönlichkeit eines Borderliners soll man nicht ändern. Vielmehr wird alles versucht, die individuelle Persönlichkeit mit all ihren Schwächen, aber auch ihren Stärken, all ihren Stärken und Ressourcen alltagstauglich zu machen und fürs Leben da draußen anzupassen und, nochmal wie gesagt, alles auf die Kette zu kriegen mit seinen Stärken. Ein und dieselbe Eigenschaft kann nämlich in verschiedenen Umgebungen, unter verschiedenen Umständen, sowohl hinderlich, aber auch förderlich sein. Nehmen wir zum Beispiel mal Eigenschaften wie Verbissenheit, Sturheit, Nachsicht, Angst. Je nach Umgebung, auch Theatralik, je nach Umgebung können diese mal nützlich, aber auch nachteilig sein, aber auch nützlich. Was in der Therapie geschieht, ist Folgendes. Dem Patienten wird immer wieder gezeigt, wie er seine eigenen Eigenschaften, seine eigenen Ressourcen am nützlichsten einsetzen kann. Vorbereiten vielmehr einen Vergleich einer Glühlampe ein. Stell dir mal eine Glühlampe vor, sagen wir mal einfach zu rechnen, 100 Watt. Die strahlt ihr Licht aus 360 Grad in alle Richtungen. Und dann nimmst du einen Laser, der auch mit 100 Watt sein Licht auf einen Brennfleck von wenigen Mikrometern, weniger als 10 Mm, konzentriert richtet. Die Lichtleistung dieses dünnen, fokussierten Laserstrahls ist im Vergleich zu der Glühlampe um den Faktor 100.000 Mal größer. Und genauso wird in einer Therapie dem Patienten nämlich gezeigt, wie er seine positiven Eigenschaften besser bündeln, besser nutzen kann. Sich fokussieren auf seine Ressourcen. 100.000 Mal effektiver. Hammer. Vierter Teil. Das wohl schwierigste Thema, in welchem sich der Borderline-Patient befindet, ist und bleibt das Thema Intimität. Das bekannte Nähe-Distanz-Thema. Intimität, Nähe-Distanz. Wir können immer wieder beobachten, dass viele Borderliner aufgrund ihrer Nähe-Distanz-Bindungsprobleme keinen Partner, keinen dauerhaften Partner und oft auch keine Kinder haben. Oft, nicht immer, oft. Und das erscheint erstmal als gewaltiges Problem,
Aber jetzt denken wir wieder an das Positive, an die Ressourcen. In der Therapie wird dann aber der Nutzen dieser Situation und eine Alternative herausgearbeitet. Für Menschen, welche mit engen Bindungen, Beziehungen immer wieder große Probleme haben, kann diese Einsamkeit nämlich auch eine gute Entscheidung sein. So entgehen sie den vielen aufreibenden Streitereien, können sich mit ihrer eigenen Kraft auf andere Dinge konzentrieren, analog dem Laserstrahl. Man kann in der Therapie dann zum Beispiel daran arbeiten, alternativ zu einer fehlenden Kernfamilie ein breiteres, soziales und auch belastbares Netzwerk aufzubauen und so einen Näheausgleich, einen Nähe-Distanz-Ausgleich zu schaffen bei gleichzeitiger Distanzmöglichkeit. Näheausgleich bei Distanzmöglichkeit. Ein Fazit. Teil 5. Sind wir schon am Ende. Borderline, das wissen wir. Wie am Anfang bereits gesagt, es entwickelt sich aus Persönlichkeitsmerkmalen, die durch die Gesellschaft, die von außen extrem beeinflussbar sind. Das ist die Impulsivität, das ist die affektive Instabilität. Das kann von außen getriggert werden. Borderline ist und bleibt in unserer modernen westlichen Gesellschaft deutlich stärker verbreitet als in den traditionell ausgerichteten, in den werteorientierten Gesellschaftsformen. Da diese sich aber auch ändern werden, werden wir auch dort in der Zukunft verstärkt Borderline antreffen. Das ist leider so. Und gesellschaftliche Faktoren, müssen wir wissen, können Borderline entweder fördern, können Borderline aber auch unterdrücken. Eine reife Gesellschaft kann Borderline unterdrücken. Eine unreife Gesellschaft kann Borderline fördern. Und weil dem so ist, sollte der Fokus einer Psychotherapie immer sehr stark auf einer reifen Struktur liegen, auf der Entwicklung von Regeln, Werten, Vorbildern, Maßstäben, von Transzendenzien. Vielleicht schaust du dir mal folgendes Video an. Probleme hassen Ordnung. Ich liebe das, weil das Leben braucht Struktur und Probleme werden am besten durch Struktur, Werte und Transzendenzien bekämpft. Alle psychischen Erkrankungen haben eine gesellschaftliche Dimension. Da bildet Borderline überhaupt keine Ausnahme. Indem wir jetzt nun die Schnittstelle zwischen der Persönlichkeit und den gesellschaftlichen Stressfaktoren immer besser durch die Studien verstehen und durch die Praxis verstehen, wird der Ursprung und auch die Krankhaftigkeit dieser Störung auch immer deutlicher. Die Gefährlichkeit wird immer deutlicher. Wir müssen uns mit Borderline beschäftigen und sie nicht einfach abstempeln und sagen, bist du mit dem Borderline zusammen? Hau ab. Wir müssen uns mit dieser strukturellen Störung der Persönlichkeit, die in unserer Gesellschaft durch die unreife Gesellschaft gefördert wird, immer mehr auseinandersetzen. All diese, das gewonnene Wissen, was wir durch die Studien erhalten, was auch durch diesen Psychoedukationskanal geliefert wird, soll eine gute Erklärung dafür sein und geben, warum Borderline-Patienten am ehesten auf eine strukturierte Psychotherapie ansprechen und weniger auf die Psychotherapien der vergangenen Jahrtausende. Und wenn du das Gefühl hast, du bist selber Borderliner oder du bist mit einem Borderliner direkt zusammen, Schule, Beruf, Leben, Familie, du kannst dich gerne an mich wenden zu einem kostenlosen Orientierungsgespräch, dass wir herausfinden, was ist in deiner Situation zu machen, welche Werteregeln, Transzendenzien können dir oder deiner Umgebung helfen. Fühl dich so frei, du siehst zwei Webseiten, hier unten werdewiederstark.de oder dermediator.org, sodass du mit mir persönlich in Kontakt treten kannst. Ansonsten, ich danke dir für ein Like, für ein Abo, das wäre super als kleine Anerkennung für diesen Kanal. Julchen kannst du jetzt nicht sehen, du siehst höchstens nur ihre Pfote jetzt hier. Sie winkt, sie liegt hier auf ihrem Thron, denkt sich, red du nur. Ich wünsche euch alles Gute. Julchen winkt in Gedankengängen und man kann es einfach nicht sehen. Man kommt da nicht hin. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Bis dann, dein Markus.